AMG-Freunde, heute habe ich ein spontanes, krasses Video für euch. Einige von euch kennen diesen CLS vielleicht. CLS 63 AMG 4-Matic aus Grip, das Motormagazin. Grip Originals, da habe ich das Fahrzeug selber getestet. Damals hatte er noch 850 PS und wir sind gefahren damit 100-200 in 5,2 Sekunden. Der Kunde ist leistungsverseucht. Ich hatte ein Video auch schon moderiert, dass er mehr Leistung haben will. Und heute, meine Freunde, brechen wir entweder einen Weltrekord oder einen Pleuel. Schauen wir mal. Wir haben zwei der Sachen noch geändert im Fahrzeug. Zwei der Sachen noch umgebaut, die anders sind, seitdem wir mit dem Auto bei Grip waren. Ich zeige euch das mal. Moment. So, also zunächst einmal ist jetzt das richtige Ansaugsystem drin, kann man hier sehen, haben wir jetzt verfügbar für alle 5,5er V-Turbos, also M157 Motor und auch für die M177, also auch C63 und so weiter und so fort. Ja. Wenn die Haube zugemacht wird, könnt ihr sehen, wird das hier dran schön abgedichtet und er zieht kalte Luft einmal von hier und einmal natürlich durch die Haube, die extra fürs Fahrzeug hergestellt wurde. Des Weiteren könnt ihr sehen, wir haben hier so ein paar Schläuche. Nein, das ist kein Lachgas. Das ist die Wassermethanol-Einspritzung und wir nutzen die Wassermethanol-Einspritzung, um die Ladeluft runterzukühlen und dadurch speziell obenrum nochmal ein bisschen aggressivere Zündung zu fahren. 58 PS hatte er. Ich bin gespannt, was er jetzt gleich drückt. Natürlich haben wir schon getan und getestet und gemacht. Soll ich es verraten? Also wir sind momentan bei 901 PS und haben allerdings Schlupf auf dem Prüfstand, sprich alle vier Reifen drehen auf dem Leistungsprüfstand durch und mit durchdrehenden Reifen hat man trotzdem 1200 Newtonmeter und 901 PS. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Kofferraum nochmal weiter vollladen. Zwei Leute setzen sich hinten in den Kofferraum, zwei Leute setzen sich hinten auf die Rücksitzbank. Ich fahre das Auto im Prüfstand und dann werden wir messen. Und ich weiß nicht, wo der Weltrekord momentan liegt beim M157 von der Leistung her, vor allen Dingen mit Serieninnereien, denn Kolben, Pleuel, alles ist original. Also da sind große Turbolader drin, abgeänderte, da ist die Ansaugung drin, da sind Downpipes ohne Cut drin, da sind Bridgepipes drin, Abgasanlage ist Capristo und Wassermethanol-Einspritzung. Wir haben noch nicht mal ein Cooling Package drin, das sollte aber die nächste Ausbaustufe sein und danach sogar dann auch noch Kolben und Pleuel. Ich habe einen Freifahrtschein vom Kunden zu machen, was ich möchte. Ich habe ihm gesagt, ey, pass auf, ab dieser Leistung wird es, also ab 850 PS wird es gefährlich. Aber da sowieso Kolben, Pleuel alles machen möchte und wir da auf jeden Fall über 1000 PS fahren möchten, hat er gesagt, pass auf, wenn explodiert, schieben wir vom Prüfstand runter, ja, machen wir Motor neu. So macht das natürlich Spaß, aber schauen wir mal, was passiert. Also wir messen jetzt mal, ich bin gespannt, wie viel Leistung jetzt rauskommt. Ich habe jetzt gerade eben noch mal ein bisschen aufgedreht. Wassermethanol könnte man sogar noch extremer machen, aber mehr als das, was wir jetzt von der Mischung, vom Mischungsverhältnis haben wir 25%. Ne? 25% Mischungsverhältnis Wassermethanol. Man könnte 50-50 fahren, ist mir ein klein bisschen zu extrem. Aber ansonsten ladedruckmäßig, zündungsmäßig, alles ist jetzt das Maximale aufgedreht, was beim M157 geht. Und jetzt, meine Freunde, drückt uns die Daumen, wir sind gespannt. Schauen wir mal, wie viel Bums wir in der Karre rauskriegen. Bis gleich. Also, Leistungsmessung. Okay, let's go.
Ja, meine Freunde, ich würde sagen, wir sind fertig. Wir sind auch vor allem fertig mit den Nerven, ne? Jo. Das ist wie mit dem Auto messen, das ist wie Zähneknirschen, ey. Also das ist wirklich da, boah. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir einen Weltrekord gebrochen haben oder nicht, aber ich zeige euch mal eben, was wir im Ergebnis haben. In dem Raum hier sind es 50 Grad, ich bin am Schwitzen, das ist so warm hier drin, der Motor produziert so viel Hitze. Und wir haben trotzdem das Auto voll besetzt gehabt, ihr habt es gesehen, und trotzdem haben alle vier Räder auf dem Prüfstand durchgedreht. Und jetzt guckt ihr mal, was wir hier für ein Ergebnis haben. Also, ihr könnt sehen, eigentlich hatten wir bis hier Schlupf, also wir haben bis hier durchgedreht und erst da haben wir Grip gehabt. Und von der Leistung her, 1018,4 PS. 1297 Newtonmeter. Serienmotor. Ich glaube, das ist Weltrekord. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das ist Weltrekord. Und ganz ehrlich, ich könnte sogar noch ein bisschen aufdrehen. Aber ich habe echt, mir reicht's. Also das ist das allerhöchste Gefühle. Und wir werden das Auto jetzt auch wieder höchstwahrscheinlich wieder runterdrehen auf 900 PS. Auf nur 900 PS und dem Kunden sagen, du 900 PS gebe ich dir mit, aber nicht über 1000 PS. Ich, ganz ehrlich, boah, ich weiß nicht echt, also das ist schon eine Ansage. Ne? Wir haben verschiedene Pakete, SMN 800, SMN 850, 900, 950, SMN 1XXX nennt sich das. Da fahren wir auf jeden Fall 1000 PS bei dem M157 Motor, allerdings mit gemachtem Motor, also Pleuel und Kolben gemacht, Köpfe gemacht, und da kann man sowas auch wirklich, wirklich, wirklich ballern. Aber wir wollten jetzt einfach mal rausfinden, was kann das Ganze, und wie ihr sehen könnt, ja, das kann so einiges. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gucken wir mal. Vielleicht fahre ich noch 100-200 Mal mit der Leistung und gucken, wie viel da rumkommt. Normalerweise müsste das Auto jetzt unter 5 Sekunden fahren. Ihr dürft nicht vergessen, 2 Tonnen Allrad, Massagesitze, Panoramadach. Also das Ding ist einfach nur ein geiles Teil. Ja, liebe Freunde, da vorne wird schon der nächste gebaut. AMG GTS mit unserem SMN 800 Paket. Der wird auch, ich denke mal so, ja, glatte 5 Sekunden fahren, vielleicht sogar unter 500, 200. Wir haben C63 gemacht beim SMN 800 Paket, sorry, SMN 57 Paket, ein C63S, der fährt 5300, 200. AMG GTR haben wir gemacht, Stage 1 übrigens, mit OPF, die Dinger gehen richtig ab und der fährt auch 5,5 korrigiert. Also mittlerweile entwickeln wir uns wirklich zum, ja, extremen Mercedes-Tuner. Wir haben sehr viel Mercedes hier, sehr viel AMG vor allen Dingen. Wir machen eigentlich jeden Tag mindestens ein AMG. Ob es ein C63 ist, ein SL, ein S, ein C, ein CLS, ein E, ein AMG, GT. Egal, wir machen eigentlich fast jeden Tag ein AMG. Momentan haben wir auch fünf Stück hier stehen. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, 1018 PS, 1297 Newtonmeter. Ja, das war's vom Sonntag, ne? So, genau, das war's von mir. Subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal. Ich muss das jetzt mal ein bisschen wirken lassen. So, später. Tschüss.